Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das ist mein Wochenupdate aus dem Praktikum als Zeitungsfotograf in Bremen. Woche 24, 25, 26, 27. Es ist viel passiert. Ich fasse die letzten Wochen ein bisschen zusammen, weil Urlaub war und ja, es dem Ende sich neigt. Für Woche 24, da hatte ich quasi in der Regel eigentlich nur zwei Arbeitstage. Den Montag, das war der letzte Tag der Regionalvertretung. Da gab es auch nur einen Fotoauftrag, nämlich zu einem Edeka zu fahren und dort den Chef zu fotografieren. Das war ein Foto für die Story wegen Lebensmittelverschwendung, was dagegen getan wird. Am Dienstag habe ich dann einen Termin gehabt für meine letzte und 12. Fotoreportage. Es ging um das Thema Rahmen bauen. Ein Rahmenbauer, habe den so ein bisschen begleitet, den Vormittag über mit einem Volo, mit dem ich zusammen noch nie zuvor zusammengearbeitet habe. Jetzt hatte ich dann auch endlich mit allen Volos mal eine Story gemacht. Es war echt sehr interessant, sehr informativ und hat auch Spaß gemacht. Ich denke, es sind auch gute Fotos bei rumgekommen. Die Reportage ist mittlerweile fertig gebaut, steht auch schon quasi in den Startlöchern, wird aber noch nicht, erstmal gerade nicht veröffentlicht, wird noch in Hinterhand gehalten, falls mal Leerlauf ist. Mittwoch hatte ich frei, aber am Mittwoch war dann meine Ausstellung eine Ausstellung, wo ich ein Teil von bin. Einer von 5 oder 6 Fotografen. Das ist die Ausstellung Neugier von der VHS im Ramsberger Park in Bielefeld. Da war dann die Ausstellungseröffnung und es sah ungefähr so aus. Genau. Hat Spaß gemacht, war schön, auch die anderen Fotografen mal wieder zu treffen und auch mal wieder in der Heimat zu sein. Donnerstag und Freitag hatte ich frei. Dann, das war die Woche 24. Woche 25 hatte ich Urlaub und es war für mich eine Fotoreise nach Kreta. Total spannend. Ich war noch nie in Griechenland. Für mich auch das erste Mal Kreta und Mittelmeer, für mich ist das zweite Mal Mittelmeer. War auch ganz spannend dort und es sind viele coole Fotos entstanden. Dazu wird es auch noch ein Video geben demnächst. Kann ich mal zum Beispiel das Foto zeigen. Woche 26. Da hatte ich auch Urlaub vom WK aus und in der Woche habe ich eigentlich viel Orga gemacht, Fotos bearbeitet und mich so um ein paar Sachen im Leben gekümmert. Wie zum Beispiel auch einem Videodreh oder zwei Videodrehs. Ein am Dienstag, da war ich bei Revi in Köln. Da gab es ein Comedy-Video, wo ich dran teilgenommen habe als Kandidat. War interessant, war witzig. Dazu einmal hier ein Ausschnitt. Und am Sonntag in der Woche hatte ich einen Videodreh in Düsseldorf mit ein paar anderen Fotografen. Wir haben probiert von Julia Turetti, angelehnt an sie, hat das ja vor 4, 5 Jahren mal gemacht, ein Fotobattle im Bereich Porträts. Irgendwie 4 Fotografen, 4 Locations, 4 Outfits, jeweils 3 Minuten zum Fotografieren. Das haben wir versucht auf Deutsch mit unserem eigenen Stil so ein bisschen zu machen, aber natürlich angelehnt an sie. Das hatten wir in Düsseldorf probiert, auch ganz cool. Da hat der Tobi quasi das alles ins Leben gerufen, organisiert und geplant und der wird auch ein Video dazu raushauen. Ich werde auch ein Video machen aus meiner Sicht. Genau, das war Woche 26. Kommen wir zur Woche 27, die aktuell gerade heute noch ist. Startete am Montag mit Autofotos. Die letzten Autofotos, der letzte Termin mit Oliver. Da sind wir dann mit einem Elektroauto hier in Bremen rumgefahren, haben neue Fotos gemacht und das war auch ganz produktiv und er hat mal wieder echt schöne, nette Worte an den Kopf gehauen, im positiven Sinne. Also er hat mir ein positives Feedback gegeben über meine Fotos, über meine Arbeit und auch was die jeweiligen Firmen, Autofirmen zu meinen Fotos gesagt haben. Auch eine positive Rückmeldung. War echt sehr schön. Da habe ich am restlichen Tag dann die Fotos bearbeitet, verschlagwortet und dann hochgeladen. Da war eigentlich nicht mehr, es war ein sehr ruhiger Montag. Am Dienstag war ich erst im Pressehaus, um gewisse Sachen noch zu klären. Und dann hatte ich dann quasi am Nachmittag bin ich etwas früher nach Hause gegangen, um die Zeit dann quasi, die Arbeitszeit dann am Abend zu nutzen. Nämlich am Abend war die Media Night Bremen. Dort sind wir hingegangen als Praktikanten und sollten dort quasi so ein bisschen festhalten für die interne Hauspost und für eine Fotostrecke. Das habe ich gemacht und war auch interessant. Da habe ich neue Leute kennengelernt. Man hat sich so ein bisschen verknüpfen können mit anderen Medienschaffenden. War spannend und kann ich jedem nur empfehlen, der in dieser Branche so ein bisschen tätig ist. Kann hilfreich sein, muss es aber nicht. Das war Dienstag. Am Mittwoch hatte ich dann das grüne Sofa-Treffen, wie jeden Mittwoch, wo wir noch veröffentlichte Reportagen besprochen haben.
Und dann hatte ich im Anschluss an das grüne Sofa-Gespräch mein Abschlussgespräch mit meinen beiden Chefs, mit Stefan Dammann und Christian Meyer. Das war so positiv, es war schön zugleich und auch ein bisschen traurig, weil eine gute, positive Zeit jetzt hier zu Ende geht, die ich auf jeden Fall in Erinnerung behalten werde und die ich auf jeden Fall nicht missen möchte, diese Zeit. Genau. Da haben sie was Positives über meine Arbeit gesagt, über mich als Person. Und da haben wir nochmal kurz über meinen Werdegang gesprochen, was vielleicht so, was ich mir vorstelle und was ich machen könnte. Ja. Dann hatte ich noch einen Anruf bekommen vom Lokalen. Ich sollte noch ein Foto machen an der Domsheide 8. Das habe ich noch gemacht, mit Menschen im Vordergrund, so ein bisschen in Bewegung. Und das war es dann auch schon für den Mittwoch. Da ist mir schon leicht das Wasser im Auge gekommen. Am Donnerstag heute habe ich dann quasi Dokumente ausgefüllt, abgegeben, die noch so, die man zum Abschluss halt abgeben muss bei dem Unternehmen. Und habe dann auch meinen Schlüssel schon abgegeben, meine Chipkarte und meinen Schreibtisch aufgeräumt, meinen PC, also meinen Arbeitslaptop zurückgegeben und mein Diensthandy zurückgegeben. Und mein Fach dort leergeräumt und mich dann von allen Mitarbeitern verabschiedet, vom Vorstand verabschiedet, von der Chefredakteurin verabschiedet und habe von vielen nochmal eine sehr positive Rückmeldung zu mir bekommen. Und da kamen mir dann echt kurz die Tränen. War auch eine schöne Zeit hier und ja, das war meine letzte Woche 27. Jetzt fahre ich morgen am Freitag zurück nach Bielefeld mit einigen Sachen, wie Computer und Kamerazeug. Und werde dann am Montag dann meine letzten Sachen hier abholen, wie Klamotten, meine Pflanzen und ein bisschen Deko. Und dann war es das mit Bremen. Dann ist ein halbes, also Stand heute, heute ist ein halbes Jahr jetzt rum. Krass, wie schnell die Zeit rumgeht. Und ich werde dann auf jeden Fall nochmal ein Abschlussvideo machen, wie ich das ganze Praktikum fand, wie ich es und eine kleine Zusammenfassung. Ja, aber das war es erstmal fürs Wochenupdate. Die letzten 3 Wochen ein bisschen zusammengefasst. Und dann wird es nochmal ein abschließendes Video geben, wo ich das Praktikum zusammenfassen werde. Ja, wenn ihr noch Fragen habt an mich, ans Praktikum oder was so bisher war, dann gerne in die Kommentare. Über ein Like, ein Abo würde ich mich sehr freuen. Vielleicht schon bis zum nächsten Mal. Ciao.